Ja, hi, willkommen. Mein Name ist Danira LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Graces F. Ja, wie man sieht, ich habe den Charakter gewechselt. Jedenfalls zum Anzeigen. Ja, auf 3 kann man Charaktere hier wechseln. Ja, was ist im letzten Part passiert? Espel und Malik haben Espels Einstieg in die Ritterakademie, also im Rittertum, zum vollwertigen Ritter gefeiert. Und ja, warum gehst du immer nach vorne? Und jetzt sollen wir zurück zur Ritterakademie gehen, erstmal. Denn Feiern ist vorbei und so weiter und so fort. Jetzt geht es wieder zurück an die Arbeit. Ja, und Anfragen. Ich habe die Titel so ausgewählt, dass hier der am meisten ergiebig ist. Also meiner Meinung nach. Und ja, 1760 FP sind schon eine Menge. Die möchten gut investiert werden. Oh. So, du bist also derjenige, der meine Anfrage erfüllt hat. Ich bin dir zu Dank verpflichtet. Aber nein, Ma'am. Wenn ich fragen dürfte. Los, raus damit. Naja, wie konntet ihr solch wichtige Dokumente verlieren? Entschuldigt, wenn ich so unverblümt frage, aber es sieht euch gar nicht ähnlich. Oh, da ist wohl jemand ziemlich vorlaut. Liegt es daran, dass Malik allen erzählt, dass du ein vielversprechender Anwärter auf den Ritterstand bist? Nein, Ma'am, ich würde niemals. Es ist nur, ich meine, naja, mir ist aufgefallen, dass es sich um eine Versetzung handelt. Du sollst wirklich mal aufhören, dich nur auf dich selbst zu konzentrieren und die Welt um dich herum aufmerksam beobachten. Die königliche Wache ist derzeit eine Katastrophe und dieses Dokument ist der Beweis dafür. Wartet, werdet ihr Teil der königlichen Wache sein? Das ist großartig. Eine Versetzung zu einem solchen Zeitpunkt bedeutet nur, dass sie neue Leute brauchen, um die Lücke zu füllen. Sonst nichts. Und jetzt raus hier. Ich finde ja, einen Tag hast du dich genug in die Angelegenheiten andragen gemischt. Warte, nur noch eine Sache. Wurde Hauptmann Malik ebenfalls für die königliche Wache ausgewählt? Warum erwähnst du seinen Namen? Oh, ich vergaß. Major Victoria war ja da und Hauptmann Malik aneinander gerasselt. Entschuldigt, Ma'am, ich wollte keine unangenehmen Erinnerungen aufbeschwören. Nein, darum geht's nicht. Ma'am. Wartet, seid ihr etwa traurig, weil ihr beiden getrennt wurdet, wenn ihr versetzt werden würdet und er nicht? Moment, was rede ich denn da? Bist du wohl endlich still? Denk daran, Espeland, du bist mein Schüler. Als deine Ausbilderin verbiete ich dir, über das zu reden, was wir soeben besprochen haben. Ja, Ma'am. Meine Versetzung wurde noch nicht öffentlich bekannt gegeben. Sag also kein ein Wort davon. Verstanden? Enttäusch mich nicht. Verstanden, Ma'am. Ja. Espel erhält den Titel Lieblingsschüler. Ja, so kann man übrigens auch an Titel kommen. Quests erledigen, bestimmte Gespräche und so weiter und so fort. Ja. Und ich habe auf manuell eingestellt, damit sich ich glaube sogar, wenn ich jetzt die 1700 Punkte gehabt hätte und ich eingestellt hätte nur bis Rang 3, dann hätte er nur bis standhaft hier gelernt, dann hätte er Titel danach direkt gewechselt, also mitten in der Punkteverteilung. Und dann wären hier, glaube ich, 0 Punkte gewesen, wenn ich den da hingewechselt hätte. Ja, okay, der war vorhin nicht da, aber tun wir mal so, als wäre er da. Deswegen gehe ich dann noch immer vorsichtig drauf ein. Ja, bei Malik habe ich hier den gemacht. Überschreiten ist ganz wichtig. Je mehr es kann man hat, desto besser. Egal ob minimal oder maximal. War eigentlich sehr einfach. So, und jetzt machen wir hier. Bis Rang 5. Ja. Okay. Was wollte ich noch sagen? Irgendwann wollte ich noch sagen. Ah ja, mit den Stimmen, so Synchronsprecherei, habe ich es nicht so. Ich versuche zwar mein Bestes, aber ich glaube nicht, dass das Ergebnis sehr gut ist. Also entschuldigt das bitte. So, jetzt zurück zur Ritterakademie, oder? Manchmal kommen auch direkt danach schon neue Quests. Was soll's. Ich möchte mich auch nicht zu lange damit aufhalten.
Wir wollen ja was erreichen. Oder?7 years. What are you doing here? When did you arrive? A little while ago. You should have told me. I could have picked you up. Didn't you get the letter? Letter? Your mother sent you a letter begging you to come home. Oh. Well, I was on a mission. I haven't been here for a while. Wait a minute. Did something happen? Lord Aston passed away. What? You mean to tell me that my father is gone? What are you talking about? What happened? Calm down, Asbel. You're Sharia, right? Let's talk about this inside. Please, both of you follow me. Asbel, pull yourself together, all right? My father... dead? Ja, als ob vor 7 Jahren nicht schon genug wäre, kommt direkt die nächste Scheiße. The border dispute between Lont and Fendel has turned desperate. Your father is having difficulty coping with the situation. Please come home before the fighting takes an even more serious turn. I had no idea things were so bad. We waited to hear from you, but then Lord Aston perished in battle. With Lady Carrie bedridden from exhaustion and grief, it fell to me to track you down. Captain Malik, I've also been entrusted with a message for the Knights. Will you hear it? Lont humbly requests the assistance of His Majesty's Royal Knights in her struggle against tyranny. The domains of Windor hold great autonomy compared to other nations. They're independent states, in all but name. This makes it difficult for the Knights to intervene in disputes. I see the right of your cause, but things may be difficult. My grandfather said much the same thing. It seems we can only pray the dispute does not escalate into all-out war. I will speak with the other Knights, but I make no guarantees. This is a matter most grave, and perhaps they'll feel differently upon hearing the full story. We are in your debt, Captain. Asbel? Sir? I trust you to be the Knight's eyes and ears in this matter. Return to your home and assess the situation. We need to understand what's really happening. You'll also want to pay respects to your father and look in on Lady Carrie. She needs you now more than ever. Go to her and give her what comfort you can. Understood. I must return to Lont as well. Then you and Asbel should travel together. Send word if you need any assistance, and I'll let you know if I learn anything on my side as well. Ja, der Brief von der Mutter. Und die Gruppenzusammensetzung hat sich geändert. Jetzt haben wir nämlich Sherry in der Truppe. Wie vor 7 Jahren. So, und wenn ich mich nicht irre. Und das tue ich nie. Und da ist sie ja. Ist er direkt da. Okay. Wer sich an die letzte Folge erinnert, wird vielleicht bemerkt haben, dass wir vor der Taktik, also vor der Schenke, an ein Brett geguckt haben. Und da stand sowas so vom wegen, versuch es mal mit der Eingabe Schatz. Ja. Und solche Tipps kommen hin und wieder mal in der Welt von Tales of Graces F4 und wenn man die dann an bestimmten Orten eingibt, dann BAM! Bekommt man Elixiere. Geil, wa? Ja. Ich werde das so machen, dass ich immer erst... Oh, ein Eis am Stiel. In einer Kiste. Okay.
Ja, wir haben ja noch einen Slot dazu bekommen. Ja, ich werde so viele Sachen wie möglich herstellen, damit ich auch viele Slots bekomme. Ein Guisa. Ja. Rezepte sind jetzt noch nicht so wichtig. Ja, ich werde immer erst die Passwörter aber eingeben, wenn ich auch den Tipp dafür gefunden habe. Sonst werde ich die nicht öffnen. Bei manchen weiß ich das, glaube ich, nämlich auch auswendig, wenn ich die wieder sehe. Also die Kisten. Was los? Ich kann nicht weiter. Da ist dieser fürchterlich Ausbilder. Ha! Da drüben ist ein alter Ausbilder. Von dem sollten wir uns fernhalten. Er sieht gefährlich aus. So. Und wir werden nie erfahren, übrigens, wer dieser Ausbilder ist. Der wird für immer namenlos sein. Also macht euch keine Hoffnung. So, ich wollte... Ich habe keine Ahnung mehr, was ich gucken wollte. So, und hier ist eine Entdeckung. Könnt ihr euch an die Statue nur erinnern von vor 7 Jahren? Ja, die ist fertig. Und ich weiß nicht, was sie darstellen soll, aber egal. Aber sie ist jetzt eine Entdeckung. Direktorbüste. Direktorenbüste. Seit eh und je. I don't remember seeing this statue before. They built it 5 years ago. So you wouldn't have been around. It's actually the first headmaster of the Knight Academy. 7 years. Has it really been that long? Yeah. So, how have you been? I mean, sorry. I know you were pretty sick back then, and... Cut it out, okay? Why don't we dispense with the small talk? We need to focus on the matters at hand. Yeah, all right. Okay. Aha. So war sie bestimmt auch schon vorher. Ganz bestimmt. So im Gasthaus. Ich muss ja mal die Speicherpunkte abchecken wegen neuen Skits und so. Nö, okay. So. Anfragen, Angelroute, okay. Gehen wir die noch direkt ab. Dafür bekommen wir ein Stahlmesser. Wo bauen wir denn die Stahlmesser? Weiß ich nicht. Ach, ich muss eine neue Bronzescheide kaufen. Aber die letztes Jahr verballert haben. Für eine Anfrage. So. Und hi. Wir haben einen Stempel. Unsere Stempelkarte bekommen. Stempelkarten. Tätigst du einen Kauf in einen Laden, erhältst du manchmal Stempel auf deine Stempelkarte für diese Stadt. Wenn du 10 Stempel erhalten hast, tun sich die Läden der Stadt zusammen und bieten dir ein Objekt zum Sonderpreis an. Stempel erhältst du auch durch Objektverkäufe und Dualisierung. Ja, und Stempelkarten, Alter. Ja. Wenn man den Mixer lädt, bekommt man übrigens auch manchmal welche. Na, seht ihr? Ja, wenn man genug kauft, dann... Oder verkauft. Je nachdem, wie man mit dem Geld herumjongliert, bekommt man dann, glaube ich, maximal 10 Stempel. Und wenn man einen bekommt, dann wird irgendein Gegenstand sozusagen freigeschaltet. So. Darauf habe ich jetzt ehrlich gesagt gewartet. Jetzt kaufe ich mir nochmal hier 4 Tränke des Lebens, um 10 Stempel zu bekommen. Und dann können wir uns Brot kaufen. Geil, wa? Kaufen wir uns auch mal. Nee, nicht so viel, damit ich auch wieder weit aufnehmen kann. So, 2 Stempel. Geil, wa? Dann kaufen wir uns noch 2 heilige Tränke. Wieder 2 Stempel. Ein Lähmungsband. 3 Stempel. Und... noch einen heiligen Trank. Noch ein Stempel. So, jetzt können wir uns Rindfleisch kaufen. Und so einfach läuft das. So, aber ich mache jetzt erstmal einen Schnitt. Weil unsere Zeit ist schon wieder um. Und es ist wieder so spät. Ja, boah, ich sollte Sänger werden. Was mache ich überhaupt? Let's Plays. So, ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Part. Ciao.